HAHAHA <laughs> Hallo Freunde der Filmunterhaltung und herzlich willkommen zu meiner Filmewertung zu dem Film May-December. Ja, in diesem Film geht es um Gracie. Und Gracie hat vor 23 Jahren eine Beziehung angefangen mit einem deutlich jüngeren Mann, der damals 13 war. Ja, und dieses Ereignis soll verfilmt werden und soll von der Schauspielerin. Elizabeth Barry soll die Rolle von Gracie übernehmen. Gracie wird übrigens gespielt von Julian Moore und Elizabeth wird gespielt von Natalie Portman. Beide sind hinreichend bekannt. Ich denke mal, die muss ich keinen mehr vorstellen. Und ja, nach so vielen Jahren soll Natalie, äh, soll Elizabeth also Gracie spielen. Und um sich besser in diese Rolle hineinversetzen zu können, möchte sie mit Gracie und ihren Freund und mittlerweile Mann Joe, der gespielt wird von Charles Melton, den kennt man übrigens aus die verrückte Geschichte der Welt Teil 2, zum Beispiel einer Fernsehserie, oder zum Beispiel aus dem Film Bad Boys for Life. Ja, und. Elisabeth quartiert sich dann halt zum, ja mehr oder weniger ein und will so ein bisschen Grace's Geschichte kennenlernen, kennenlernen, wie sie lebt, wie sie ist, wie sie zu der Person geworden ist, die sie jetzt ist und so weiter und so fort und spricht auch mit den Kindern und mit Joe und so weiter und so fort und sie will sich da richtig in ihre Rolle hineinversetzen können und sie möchte, dass die ganze Sache auch in dem Film richtig dargestellt wird. Ja, und je mehr Fragen Elizabeth ähm, ja in den Raum schmeißt, umso mehr ja Abgründe tun sich da auf. Also beziehungsweise umso mehr tun Gracie und Joe ihr ganzes Leben hinterfragen. Was dann hinterher zu der einen oder anderen ja, merkwürdigen Situation führt. Ja, so kann man den Film ungefähr so zusammentragen. Also, ich muss sagen, ich äh, bin komplett ungespoilert in den Film reingegangen und wusste auch so gar nicht, worum es geht. Aber der Film hat mich doch so ein bisschen, sage ich jetzt mal, in äh, ja, der Film hat in, innerhalb des Films eine falsche Erwartung geweckt. Also, ich hatte so ein bisschen so gedacht, dass ähm, irgendwas komplett, ja, ich sag jetzt mal so ein Wow-Effekt oder damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, Effekt gekommen wäre, weil diese, diese Musik, die dort häufiger zu hören war, die hat mir noch so einen Eindruck erweckt, so nach dem Motto: hm, da muss doch jetzt irgendetwas richtig Krasses passieren. Was ähm, diese Musik da so ein bisschen halt ähm, ja rechtfertigt, in Anführungsstrichen zu sagen. Aber dieser richtig krasse Wow-Effekt oder so, der ist so komplett ausgeblieben. Also, der Film ist jetzt für mich jetzt auch mit. Wie lange ging er nochmal? 158 Minuten. Ja, schon ein bisschen sehr in die Länge gezogen, muss ich sagen. Also. Ich hatte jetzt auch gedacht, der Film führt jetzt zu irgendwas richtig, ähm, ja, dass man sich so 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 richtig da hineingesetzt fühlt oder so. Aber irgendwie hat das bei mir nicht so richtig äh, nicht so richtig Klick gemacht. Okay, die waren, die haben dann hinterher so ein bisschen hier und da so geplaudert und so und ähm, ja, die hinterfragen sich dann so ein bisschen ihr Leben und so. Aber ich weiß nicht, also äh, also ich konnte jetzt mit dem Film jetzt nicht so viel anfangen, weil der Film hat für mich so richtig falsche Erwartungen geweckt. Also ich dachte eigentlich, dass der Film, so wie er jetzt, ähm, ja, ich hatte jetzt gedacht, das wird jetzt vielleicht ein bisschen thrillermäßiger, da wird jetzt irgendwie was komplett außergewöhnlich Krasses passieren. Aber nö, 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 ist nicht. Also für mich jetzt nicht wirklich so krasses passiert. Vielleicht ist das was für die Leute, die in den Romantik, Dramas, Thriller-Genre ein bisschen mehr drin sind. Vielleicht ist das für die ein wirklich krasser Film. Oder irgendwas, wo die jetzt sagen würden, yo, das finde ich schon heftig, der Film ist richtig cool. Aber ja, mich hat der Film so ein bisschen kalt gelassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich muss aber so positiv dazu sagen, dass Julian Moore und Natalie Portman immer noch hervorragende Schauspielerinnen sind. Also, die haben wirklich diesen Film komplett getragen. Also wirklich das Beste gegeben. Also, für das der Film nicht so viel aussagt, für mich persönlich. Haben diese beiden Schauspieler in dem Film komplett getragen. Und natürlich Charles Melton als Joe. Der hatte auch wirklich sehr gutes Screentime und hat wirklich seine Rolle auch sehr gut herausragend gespielt. Also diese drei bilden da wirklich so das Hauptaugenmerk des Films und das merkt man auch. Das ist so ungefähr so das, was ich zu dem Film erzählen kann. Schauspielerisch gut, Story, weiß nicht. Also ist für mich jetzt nicht so krass gewesen, wie man es vielleicht jetzt. Aus dem Thriller vielleicht hätte sehen können oder heraussehen können. Naja, aber wie ich den Film bewerte, das sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Freunde der Film- und Gaming-Unterhaltung. Hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es alles von euren Content-Creator: T-Shirts, Hoodies, Tourenbeutel und noch vieles, vieles mehr. Und natürlich die Designs von Arts Expert. Also holt euch eins von den coolen Logos. Und holt euch den coolen Stuff nach Hause. Ihr könnt ihr frei wählen. Größe, Farbe, alles, was ihr wollt. Also randa und holt euch den Stuff. Bis demnächst. So, da sind wir wieder. Ja, May-December. Ein Film, wo es um große Altersunterschiede geht. Wo eine ältere Frau sich einen jüngeren Mann schnappt, der noch minderjährig war. Sie dafür eine Zeit lang in den Knast gekommen ist und das später als Filmmaterial für einen Independent-Film herhalten soll. Wie gesagt, schauspielerisch schon interessant und hat auch oscar nominierung bekommen für äh, bestes Originaldrehbuch und so weiter. Aber ja, die Story lässt mich dann doch so ein bisschen kalt einfach. Also ich komme mich, also mir hat der Film jetzt nicht so connected. Was auch nicht heißen soll, dass es für die Leute in den Romanze-, Drama-, Thriller-Genre vielleicht doch connecten kann. Aber für mich war der Film jetzt nichts gewesen. Und somit gebe ich dem Film eine durchschnittliche Wertung von drei Totenköpfen von fünf. Weil, wie gesagt, Film schauspielerisch gut gemacht, Drehbuch. Ja, wahrscheinlich auch gut geschrieben, soweit. Aber ja, mich hat der Film jetzt nicht abgeholt, was aber vielleicht weniger daran liegt, dass ähm, der Film schlecht ist, sondern vielleicht mehr daran liegt, dass der Film einfach mit mir nicht connected hat. Ja, das war die Filmbewertung zu dem Film May. Dezember. Wenn euch gefällt, was ich mache, dann schaut doch mal unten in die Videobeschreibung. Dort sind ein paar interessante Links, mit denen ihr mich unterstützen könnt. Und außerdem, hier, mein Ziel, noch bis Ende des Jahres 500 Abonnenten zu kriegen. Haut mal auf den Abo-Button und dann würde ich sagen, bis demnächst.